Dieser Beitrag wird Ihnen präsentiert von Green Ice, Ihrem Partner für synthetische Eisbahnen im Sport- und Freizeitbereich. Ökologisch und funktional. Mehr Informationen unter greenice.biz. Ja, guten Abend hier aus dem PSD Bank Dom. Ich begrüße Sie, ich begrüße euch den Statements der Trainer zum Spiel der DSV RG gegen die Nürnberg Ice Tigers, Endstand 5:4. Bei mir sind die beiden Trainer, zu meiner Linken Tom Rowe für die Nürnberg Ice Tigers. Welcome in Düsseldorf, I think it's the first time. Und natürlich Harold Kreis, und ich bitte den Gästetrainer um ein Statement. I just want to congratulate Harry for a hard-fought game. I thought we came out about as good as a hockey team, wherever you're playing, can come out in 20 minutes. We did exactly what we wanted to. You know, we need to be an aggressive team, a physical team, especially with the skill that's on this roster. It's very, very dangerous, so we really didn't want to give them a whole lot of time and space. And I thought we did a terrific job of that and couldn't be more proud of our guys at all. And I mean, they did everything they could to win tonight. But obviously, with the dangerous offensive team Dusseldorf is, you know, we knew they were going to come out hard at us in the second period, and they did just that. We only had two shots, they had 19. And, you know, that caught us a little bit and kind of fatigued some of our guys. You know, we got a lot of young and experienced guys, which was great for them to go through this tonight. But, man, oh, man, it was a physical game from both teams, hard fought. And we knew Dusseldorf with the streak that they were going through were going to come out hard after us. And, you know, again, I could not be more proud of my team. And I told them that after the game, this is going to pay off for us down the road. It was a fun game to be a part of, and even though Harry and I don't have a long-standing relationship, I've watched his teams over the years. He's an unbelievable coach. His teams play hard every single night, and it's a lot of fun to be here. And I do want to thank the Dusseldorf organization, because we got treated first class from the time we entered the building tonight, from their equipment staff, everybody. So it's been a pleasure for my first time in Dusseldorf, and unfortunately, we lost, but you know what? You guys are real happy that you snapped your 8-game winning losing streak. Thank you. Oh, das war viel. Ich versuch's mal. Just go to Harry. You don't have to Repeat it. Try. Er hat gesagt, es wäre ein harter Fight gewesen. Seine Mannschaft wäre sehr gut aus der Kabine gekommen. Sie hätten sehr gute 20 Minuten gespielt gegen die DEG, ihnen nicht viel Raum gegeben. Er wäre sehr stolz auf sein Team gewesen. Sie hätten alles getan, um dieses Spiel zu gewinnen. Im zweiten Drittel hätten sie gewusst, dass die DEG natürlich gefährlich rauskommt und alles geben wird. Dann 19:2 Schüsse für die DEG, da war seine Mannschaft ein bisschen wackelig. Aber und auch mit vielen jungen, unerfahrenen Spielern, es wäre ein körperliches, hartes Spiel gewesen. Er wusste, dass die DEG nach der langen Niederlagenserie alles reinwerfen würde, und er ist trotzdem stolz auf sein Team. Es hätte Spaß gemacht, hier zu spielen. Er würde Harry Kreis seit langer Zeit kennen, und sie hätten eine lange Verbindung, und er würde die Teams beobachten, die Harry Kreis trainiert, und war voll des Lobes. Und außerdem ein Dank an die DEG, sie wären hier gut behandelt worden, ab dem Moment, wo sie die Halle betreten hätten. Ja, danke. Harry Kreis. Ja, guten Abend zusammen. Tom, vielen Dank. Ich muss den Friede leicht korrigieren. Tom und ich, wir kennen uns nicht so lange, wir kennen uns erst seit... Das fühlte sich so an. Ja, ja, eben. Das fühlte sich auch so an, das stimmt. Wir haben uns gleich gut verstanden. Aber ich habe natürlich die Spiele von Nürnberg gegen Berlin, gegen Straubing angeschaut, und wir wussten schon, was auf uns zukommt. Da haben die auch bei diesen beiden Partien sehr aggressiv gespielt, läuferisch aggressiv, immer die Räume eng gemacht. Und auch den physischen Element. Im ersten Drittel haben wir nicht hart genug gearbeitet, wir haben nicht den Zweikampf gesucht, und da hat Nürnberg absolut den Überhand gehabt und auch verdient in Führung gegangen. Im zweiten Drittel haben wir auch gesagt, Jungs, wir können besser, wir müssen auch besser, wir müssen auch uns physisch in das Spiel hineinbringen, und das hat die Mannschaft dann wirklich Wechsel für Wechsel sehr gut umgesetzt. Die haben, ja, wie soll ich sagen, die haben sich selber wiedererkannt. Ich sage das mal so. Die Mannschaft hat so gespielt, wie wir das schon mal gemacht haben. Und vielleicht haben wir wirklich diesen ersten Drittel gebraucht, um da hinzukommen. Im letzten Drittel, wie Tom auch gesagt hat, wir haben erwartet, dass die gegen uns hart kommen. Das war dann das engste Drittel, ohne Zweifel, wo beide Mannschaften auf Augenhöhe gekämpft haben. Einen Vorsprung aufzuholen oder einen Vorsprung aufrechtzuerhalten, und mit ein wenig Fortuna am Ende
konnten wir doch dann den Ausgleichstreffer verhindern. Es war ein großer Einsatz auch von meiner Mannschaft heute, wo die Jungs wirklich dann ab dem zweiten Drittel mit viel Wille und Entschlossenheit die drei Punkte geholt haben. Tom, für dich und deine Mannschaft viel Erfolg in der Zukunft dann auch seit du da, wir spielen dir ein richtig gutes Hockey. Es ist so. Since you've arrived, they play an awesome game. Very good. Thank you. Noch so viel Harmonie, gibt es noch Fragen? There's more harmony between Tom and I than the guys on the ice, that's for sure. We definitely like each other more than the players. Das war's für heute dann. Wir sehen uns wieder am Dienstag. Vorher geht's für uns nach Köln. Für heute vielen Dank. Und gestern gute Heimfahrt und Gesundheit. Für heute vielen Dank und tschüss.